Ein elektrisierender Fitnesstrend hat nun auch das Danecker Finishline Team 0.19 erreicht. Nandu. Es ist ein ganz spezielles Krafttraining, bei dem die Muskeln mit Hilfe von elektrischen Impulsen stimuliert werden. Total verkabelt geht es so zur Traumfigur oder besser gesagt zur perfekten muskulären Stabilisation. So das Training ist eigentlich schon wichtig, weil ich sage, mit dem EMS-Training erreicht man Muskelgruppen, die was man im herkömmlichen Training natürlich nicht erreicht. Also, da rede ich halt hauptsächlich von der Rumpfmuskulatur, die was auch sehr wichtig ist im Ausdauersport, eben gerade beim Laufen, Schwimmen, überhaupt beim Schwimmen, weil man einfach eine gute Wasserlage braucht. Und wenn der Rumpf nicht passt, dann sacken die Arme runter, die Beine runter und dann muss man halt schauen, dass man weiterkommt. Also das ist halt relativ schwierig. Und wenn ich eine gute Rumpfmuskulatur habe, dann liege ich gut im Wasser und da geht es dahin. Ich bin ein Freund von allem ausprobieren. Ich habe eigentlich auch immer alles ausprobiert und habe geschaut, okay, taugt mir das nicht. Ich war da nach meiner Knieoperation war ich da und das hat mir sehr gut getan. Ich habe damals einen hohen Muskeltonus gehabt, bevor ich den Unfall gehabt habe und ich habe mich dann eigentlich relativ gut beibehalten. Und ich denke, man kann erzählen, immer so viel man will, auch als Trainer. Die beste Erfahrung ist, wenn man es selber, oder der beste Lerneffekt ist, wenn man es selber einmal ausprobiert und erfährt, wie das, was das wirkt. Dem einen taugt es, dem anderen taugt es überhaupt nicht. Und ich denke, jeder sollte das mal ausprobieren. Und da haben wir die Möglichkeit mit der Susi, dass wir das kennenlernen und haben die meisten genutzt. Ja. Es ist ein innovatives Muskeltraining in Wohnzimmeratmosphäre, bei dem man nicht allein gelassen wird. Denn Susanne Dorninger gibt nicht nur die Übungen vor, sondern schaut auch genau aufs Detail. Da schauen wir, dass wir jetzt die Beine mal ausschalten. Jetzt beide Betonbeine fest in den Boden hinein und jetzt darfst du nur aus der Bauchmuskulatur die Bewegung machen. Bianca, probier, dass du mal nur Bauchmuskulatur bewegst. Ja, es war voll anstrengend, aber man sieht, ich bin schweißgebadet, hätte ich nie geklappt und war total lässig. Spannend, interessant. Ich bin schon recht gespannt, ob ich morgen einen Muskelkater haben werde. Ich kenne jemanden, der das schon mal gemacht hat, der hat gesagt, wenn du das einmal gemacht hast, dann hast du dann Schwierigkeiten beim Hintern abputzen. Ich bin schon gespannt, wie es morgen werden wird. Am Samstag haben wir übrigens unseren Wettbewerb. Ich hoffe, dass ich nicht geschwächt werde dadurch. Jeder hat nicht geglaubt, dass es wirklich so reingeht. Aber es ist, sagen wir, wenn es nach 10 Minuten so in Schweiße haut, wie es in Gerald noch mit erwischt hat, also das ist wirklich ein sehr intensives Training in der kurzen Zeit. Ich finde es eigentlich recht interessant. Und muss sagen, ich kann mir vorstellen, dass das schon was bringt, weil ich habe es wirklich gespürt, dass das auf die einzelnen Muskelgruppen richtig, dass es richtig wurlt und dass das eher zusammenzieht in der Übung. Und ja, es hat mir eigentlich getaugt, muss ich schon sagen. Ja, es war cool, ich habe das noch nie gemacht, spannend. Irgendwie kribbelt immer alles noch, der ganze Körper. Anstrengend, beim Bauch hat es einmal kurz richtig weh da. Aber ja, ich bin gespannt, wie es sich morgen anfühlt. Kribbelig. Nein, war eigentlich ganz, ganz interessant. Ja. Bei manchen Muskelgruppen ist es ungut, wie beim Bauch oder bei den Händen. Aber ein Brustmuskel zum Beispiel ist ganz angenehm. Dass man etwas spürt, das sieht man im Gesicht. Es sind ja immerhin leichte Stromreize, die da gesetzt werden. Es ist ein eigenartiges Gefühl, spannt alles an. Es ist so, wie wenn du kurzfristig verkrampft bist, dann lässt es wieder los, dazu machst du Übungen. Und es ist schon anstrengend. Ich habe schon geglaubt, es ist locker und es wird ein bisschen so ein leichtes Training sein, aber das ist schon sehr, sehr, sehr anstrengend und sehr intensiv. Also ich glaube, ich habe das 10 Minuten jetzt gemacht und ich schwitze ganz schön. Wie wenn du einen Krampf kriegst am ganzen Körper? Und du musst halt gegen den Krampf dagegen halten. Es zirkt, es beißt, es wurlt überall. Ja, komplett komisch, wie wenn du auf einen Viehzaun aufgreifst und nicht mehr auslässt. Das sind wahnsinnige Impulse die ganze Zeit. Richtige Stromschläge. Ich meine, ich kenne das vom Compex, wenn man sich aufbiegt für die Muskulatur zum Regenerieren. Aber das ist nur mal viel intensiver, weil man da eine Bewegung nur dazu macht. Und ich glaube, ich habe mal einen gescheiten Muskelkater. Zuerst fängt es an zum Kribbeln,
das fühlt sich eigentlich nur recht angenehm an. Und je höher die Susanne dann den Strom auftrat, desto mehr kribbelt und kribbelt, kribbelt. Und dann irgendwann tut es halt dann schon ein bisschen weh. Da muss man jetzt sagen, stopp, bitte nicht mehr weiter aufdrehen. Ja. Anstrengend, also anstrengend. Es war auch ungut einfach. Du hast keine Selbstkontrolle mehr über die Muskeln, sondern die. Komisch irgendwie. Ja, ja, die Muskeln spannen an und lassen wieder los und so ganz schnell hintereinander. Ja, überhaupt, was da auf einen zukommt mit Wasser, Strom, da denkt man sich ja gleich, okay, Vorsicht eher. Aber nein, es ist nicht unangenehm. Der Muskel zieht sich zusammen, wenn der Impuls kommt. Aber es ist jetzt nicht schmerzhaft, es ist eigentlich nicht unangenehm. Das Beste aber, das Training dauert nur 15 Minuten, gespickt mit einer Vielfalt an Übungen, die Personal Coach Susanne je nach Bedürfnis abstimmt. Ja, weil es erst einmal für mich so abwechslungsreicher, weil ich einfach mehr Spaß habe. Ich kann mich mehr ausüben, beziehungsweise der Kunde selber, der ist einfach, wenn er immer das Gleiche macht, wird es fad. Und außerdem kann ich neue Reize setzen und wenn ich neue Reize setze, dann wächst die Muskulatur. Und daher, es macht einfach mehr Spaß, wenn ich was anderes dazu mit. Wenn ich dann die verzerrten Gesichter sehe. Jetzt heißt es nur mehr, Mandu regelmäßig ins Triathlon-Training mit einzubauen.